Hallo ihr Lieben, willkommen zum Seawohl Studio Buzz Podcast Episode 21. Mein Name ist Doug und ich lebe in Albuquerque in New Mexico, in der schönen Wüste. Im Moment ist es noch kalt bei uns, also wir sind in einem Teil Amerikas, der im Sommer brutal heiß wird mit einer trockenen Wüstenhitze. Aber im Winter kriegen wir trotzdem Schnee. Also ja, nicht rund ums Jahr heiß und warm. Ja, so als wir uns zuletzt gesehen haben, war ich kurz davor zu verreisen. Und zwar bin ich mit dem Zug, mit unserem Wollladen auf einen sogenannten Knitting Retreat gefahren. Der hat stattgefunden in Arizona, in Winslow, und wir haben da in einem super schönen, super netten alten Hotel gewohnt, dieses Hotel hat so schöne Ecken. Überall kann man sich hinsetzen und da hängen große Gemälde. Und wir waren diesmal, ich kann euch gar nicht genau sagen, wie viele Stricker dabei waren, aber wir haben das ganze Hotel bis auf, ich glaube, 6 Zimmer gefüllt. Also das war schon ziemlich viel. Es waren 3 Nächte dort eingeplant und also 2 volle Tage stricken. Und einige Teilnehmer haben kleine Minikurse angeboten, so von 1 Stunde lang Länge. Und wir waren 4 Färberinnen, die mit Wolle und Spinnfasern dort waren. 1 aus Colorado und 2 aus Arizona, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sage. Ich eben auch. Mein Mann ist mit dem Auto hingekommen und hat die ganze Wolle mitgebracht und es hat einfach totalen Spaß gemacht, die Wolle dort anzubieten. Die Leute haben sich darauf gefreut, auch einzukaufen. Und mir macht es einfach einen totalen Spaß, wenn ich die Leute treffe, die dann letztendlich mit meiner Wolle stricken und wenn ich ein bisschen was erzählen kann dazu, zu den verschiedenen Wollen. Und macht einfach totalen Spaß. Wir sind danach noch weitergefahren, mein Mann und ich, nach Arizona, nach Phoenix, und haben ein paar Stops unterwegs gemacht. Also das heißt, ich hatte viel Strickzeit, weil er dann eben fährt und ich dann neben ihm sitze und stricken kann. Macht Spaß. Und die Tage sind ja noch nicht so lange, ist dann auch abends noch immer genug Zeit, wo wir es uns gemütlich machen in unserem Zimmer oder in ein kleines Airbnb, was wir dann in Phoenix hatten, wo ich noch schön viel Strickzeit hatte. Also was habe ich gemacht? Ich habe etwas fertig gekriegt, beziehungsweise eigentlich darf ich nicht sagen, dass es fertig ist, weil ich habe die Enden auch nicht vernäht. Und zwar habe ich noch ein paar Socken für meinen Mann gestrickt, auch wieder mit doppelt gehaltener Wolle. Die nenne ich ja Double Up Buttercup Socks. Sorry, ich habe meine Sockblocker vergessen. Ich habe bei diesen etwas meine Maschenzahl verändert. Und zwar stricke ich die mit 3,5er, mit einem 3,5er Nadelspiel. Das erste Paar, was ich ihm gemacht habe, habe ich 4 mal 13 Maschen, das heißt 52 Maschen angeschlagen.
Das war, da ist der Fuß schon relativ breit geworden irgendwie. Am Anfang hat man das gar nicht so gesehen. Bei diesen habe ich jetzt 4x12 angeschlagen, also 48 Maschen. Und ich denke mir, ich könnte mir denken, dass die genau perfekt sind. Ich habe verwendet zum einen einen vollen Skein, einen ganzen Strang von dieser Wolle. Mountain Colors, das ist eine Färberei in Montana. Das hat mir meine Freundin geschenkt, die dort wohnt. Und dazu habe ich verwendet, also ich habe hier noch die drei mitgebracht, die übrig waren. Ich habe allerdings fast durchweg Wolle verwendet, die die Farbe geändert hat. Dann macht es einfach noch mehr Spaß, wenn zwei musternde Farben verwendet werden. Nur beim zweiten Socken kann man sehen, ich glaube, das war ab hier, wo dann nur noch, wo ich nur noch einen einfarbigen Rest dabei hatte. Also das waren alles Sockenreste von anderen Projekten, die mir meine Mutter mitgebracht hatte, die sie wahrscheinlich auch schon in die Decken getan hat. Die Anleitung hierfür, so sieht sie aus. Eine Karteikarte. Da habe ich also dann die erste Maschenzahl und dann die korrigierte. Das ist hier unten auch mit der Reihenzahl, was ich gemacht habe an der Ferse und wie viele Runden ich am Fuß gemacht habe. Und wenn das jemanden interessiert, kann ich euch das gerne weitergeben. Allerdings habe ich immer so ein bisschen, bin ich immer so ein bisschen nervös, weil ich bin eine sehr feste Strickerin. Ich glaube, fester als die meisten Leute. Insofern ist es oft dann schwierig, jemandem zu sagen, so und so viele Runden, weil jeder dann ja auch anders strickt. Ja, das war das. Dann habe ich noch weiter gestrickt an meinem Whiteout. So sieht er aus. Ein Muster von Melanie Berg. Und wenn ihr euch erinnern könnt, ich verwende diese Farbe Raven Frog Fibers. Ursprünglich wollte ich das ja verstricken mit diesem Kiriet-Seidenblend, beide in Alaska gekauft, von dort mitgebracht, habe ich gedacht, es wäre genial, die dann auch zusammen zu verstricken. Aber ich habe dann festgestellt, für dieses Tuch würde mir das nicht reichen, von der Lauflänge her. Und ich habe dann mir ein Zierwool Lace Garn gefärbt. Das sieht so aus. Und so weit bin ich mittlerweile. Ich nur gucken, dass ich euch das richtig rum zeige. Jo. Er ist schon ziemlich groß. Und ich habe diesen ersten Lace-Teil fertig. Lochmuster. Streifen. Und das ist jetzt auch alles, was noch zweifarbig gemacht wurde. Das heißt, jetzt kann ich schon den letzten Lace-Abschnitt, Lochmusterabschnitt anfangen. Ich habe es noch nicht getan, weil ich wollte wirklich, wenn ich dann anfange damit, auch komplett durchstricken, weil ich merke einfach, dass ich, wenn ich, weil ich doch nicht so oft Lace stricke, da das verlangt mir ein bisschen, ja, Brainpower, sagt man auf Englisch. Ne? Da muss ich mich schon ganz schön konzentrieren und
Ich glaube, das ist dann auch einfacher, wenn ich dann damit anfange, wenn ich wirklich dranbleibe. Ja. Insofern, und das habe ich auch nicht gemacht, weil etwas anderes hier in den Vordergrund getreten ist. Und zwar bin ich an meinem Hansel dran, an meinem Hub. So soll er aussehen. Ihr hattet letztes Mal den Anfang davon gesehen und mittlerweile bin ich schon wirklich ziemlich weit. Das Viereck ist fertig und ich, das kann man überhaupt nicht zeigen, weil meine Rundnadel so klein ist, damit ich es leicht rumgeschoben kriege. Und ich habe jetzt mittlerweile, ich habe es mal so grob überschlagen. Ich glaube, dass ich schon so ungefähr 500 Maschen jetzt in der Runde habe. Ich stricke das mit 5 mm Nadeln und für diesen Teil habe ich verwendet Cormo Wolle. Die habe ich beim Maryland Sheep and Wool Festival gekauft, letztes Jahr im Mai. Da hatte ich 4 Stränge und ich bin jetzt dabei, den dritten Strang zu verarbeiten. Ich hatte mir hier so ein paar Stränge rausgelegt, zum Teil handgefärbt, ach Quatsch, handgesponnen und aber auch handgefärbt. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, ich hatte euch die beiden Knäuel gezeigt, zum einen diesen und dann zum anderen. Ich vermute, dass es dieser war. Ich mich recht erinnere, weil der ja diese Farbe hier so auch drin hat. Dann ist aber Folgendes passiert. Ich habe dann also angefangen, diese Kante, diesen Lace-Teil zu stricken. Entschuldigung. Und habe festgestellt, dass eigentlich soll man ja Streifen dann machen hier nach einem bestimmten Muster. Aber ich habe dann festgestellt, dass ja die handgesponnene Wolle selbst schon die Farbe ändert. Also als wäre dann hier so ein Streifen von diesem Rosé-Aprikot drin und so weiter. Ich bin dann mal an meine Restekiste gegangen und habe gestöbert und habe dann noch, wie ihr seht, ziemlich viel gefunden, was ich alles hier rein verarbeitet habe, was in etwa von der Stärke, von der Garnstärke her gepasst hat. Ich habe also dieses habe ich aufgegeben, weil ich gedacht habe, ach, das ist doch schön, dieses Handgesponnene, das ist wirklich so ähnlich wie das Cormo, auch so ein bisschen squishy. Und ich habe dann wirklich einfach nur Reste verstrickt, bis mein kleines Knäuelchen alle war, immer weiter gestrickt. Ich habe jetzt also nur noch diese hier, die ich reinmachen könnte. Das eine eigentlich glaube ich eher nicht, weil das auch wieder nur ein einfarbiges Orange ist. Und dann bin ich mir unsicher, wenn der hier weg ist, ob ich dann diese nehme oder ob mir die zu quietschig sind oder ob ich einfach diesen Aprikot nehme. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier rumwühlen, ob da nicht innen drin noch andere Farben kommen. Na, ein bisschen kräftiger. Aber ja, mal sehen, ob ich den überhaupt noch anfange, weil in dem hier ist jetzt auch wieder so viel Abwechslung. Da muss ich gar nicht, den kann ich verstricken und entweder ich brauche da noch eine andere Farbe oder es reicht mir so. Weil das Tuch oder beziehungsweise die Decke wird dann noch diese Zackenkante bekommen.
Und da verwendet man dann wieder die gleiche Farbe, die auch in dem inneren Viereck verwendet wird. Das heißt, das ist ja hier ein ziemlicher Kontrast. Jetzt habe ich mir überlegt, wie bringe ich das zusammen? Ich habe nämlich gedacht, also nur hier weiß und außen weiß, das ist mir zu krass. Ich habe deshalb jetzt überlegt, dass ich das Weiß hier wieder reinbringe. Und ich könnte mir denken, dass ich noch ungefähr so 15, 4, 5 Zentimeter jetzt hier stricken muss, bevor ich diesen Zackenrand dann mache. Das ist ein Applied Lace Edge. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also man strickt dann praktisch so hin und her und verbindet das dann gleichzeitig mit dem Hauptstrickstück. Und also wie gesagt, ich habe bestimmt noch 4, 5 Zentimeter, die ich stricken muss, bis es soweit ist. Und ich denke, dass ich jetzt also noch nach diesem weißen Teil noch mindestens einen oder sogar zwei Rippen in Weiß stricke. Und ich denke, damit ist es dann alles schön verbunden und wird alles schön harmonisch aussehen. Ja, eine kleine Empfehlung, wenn ihr auch dazu tendiert, ein bisschen euch zu verzählen, dann kann ich euch nur empfehlen, markiert euch jeden Mustersatz mit Maschenmarkierern. Ich bin nämlich am Anfang echt mindestens zweimal, wo ich mich verzählt habe, weil ich nur eben mir die Ecken markiert hatte und überhaupt nicht zwischendrin und habe gedacht, ach, das ist ja nicht viel, das schaffst du schon, kein Problem. Nee, habe ich also wirklich nicht geschafft. Ich habe mich wirklich ein paar Mal verzählt und wenn du dann irgendwie so 3 Zentimeter auftrennen musst, weil es gibt also immer eine Lochmusterreihe und dann strickt man, ich glaube, 6 Runden, bevor die nächste Lochmusterreihe kommt. Und ich glaube, erst in der, ja, so war das, erst in der nächsten Lochmusterrunde habe ich gemerkt, dass ich in der letzten einen Fehler gemacht hatte. Also soweit, dann habe ich praktisch 8 Runden. Ja. 8 Runden musste ich auftrennen. Das war einmal. Und danach habe ich dann meine Lektion gelernt. Da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt also vorbei. Nix mehr. Jetzt markiere ich mir alles und das hat dann geklappt. Dann kann man, also wenn man einen Fehler gemacht hat, findet man den leicht. Ich hatte also hier einmal zum Beispiel in diesem Abschnitt hatte ich eine Masche zu wenig gegen Ende zu. Das war also der letzte Abschnitt vor der Ecke. Und dann habe ich einfach, also es war dann auch einfach, mir das auszudenken. Ich hab versucht, den Fehler zu identifizieren, habe ihn nicht gefunden vom Gucken her und habe dann einfach, anstatt zwei zusammenzustricken, habe ich einfach nur die beiden Maschen einzeln gestrickt. Und damit war meine Maschenzahl wieder in Ordnung. Aber wenn du natürlich auf einer Reihe von 100 Maschen nicht weißt, wo der Fehler passiert ist, dann ist natürlich dein Lochmusterteil hier völlig aus der Balance. Moment mal, so rum. Ich zeige euch die linke Seite. Na, weil hier müssen ja die Lochmuster, das Lochmuster, es muss ja übereinander sitzen und da weißt du ja nicht, wo hast du den Fehler gemacht, wo sitzt es jetzt nicht übereinander. Ja, da war ich froh, dass ich mir das dann repariert habe. Ich habe gerade Maschen verloren, ich kann mal empfehlen. So, das war der Happ-Happ-Happi, der Happ-Happ-Happi-Happ und der, ja, 5 mm Nadeln, das geht ein bisschen auf die Hände. Das höre ich, geht ja auch vielen von euch so. Und
Aber ich power dadurch, das macht Spaß. Und es ist also nicht so, dass ich mal irgendwann zwischendurch jetzt sagen würde, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht oder ich muss ein paar Tage Pause machen. Also es ist noch nie so schlimm. Es ist eher so, dass ich dann ein bisschen zwischendurch mehr immer ein bisschen Gymnastik machen muss. Ja. So, was gibt es sonst noch Neues? Es gibt zum einen neuen Stash. Da freuen wir uns ja alle immer zum. Und zwar hatte ich kriegt Stotter. Und zwar auf dem Strick-Retreat gab es wieder einen Goodie-Bag. Ich war ja letztes Jahr auch dabei und wir haben letztes Jahr schon diese Tasche gekriegt. Und dieses Jahr sollten wir, also wer letztes Jahr dabei war, sollte seine Tasche abgeben. Und dieses Jahr dann, und dann wurde die mit den Goodies gefüllt. Wir haben also, Barocco war wieder ein Sponsor, die haben uns kleine, also die haben uns Probegarne geschenkt, die der Wollladen dann aufgeteilt hat, also portioniert hat. Die waren dann alle hier drin und es gab einen ganzen Strang, der von Theodora's Pearls gefärbt wurde. Das ist die Färberin, die auch dann einen Pop-up-Shop gemacht hat, genau wie ich bei dem Retreat. Theodora's Pearls. Und dieses Garn, da bin ich echt schon richtig gespannt drauf, damit zu stricken. Das ist 100% Bambus. Und ich kann mich also nur noch daran erinnern, dass ich einmal mit 100% Bambus gestrickt habe. Das habe ich aber verschenkt oder verkauft. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der Wollladen hatte früher so eine Sorte Bambusgarn, was einfach ganz geniale Farben immer waren. Ja, die haben aber ihre Färbetechnik geändert und die Farben sind jetzt ganz anders, nicht mehr so schön. Aber das ist wirklich klasse. Die Farbe heißt The Turquoise Room, weil es dort in dem Hotel, wo wir gewohnt haben, gab es einen Raum, der hieß The Turquoise Room. Fand ich richtig toll. Und ich glückliche. Ich habe zwei, weil mein Mann ja dabei war als zahlendes Retreat-Mitglied, hat er natürlich auch eine Tasche gekriegt mit Goodies. Und weil er ja nicht strickt, habe ich den gekriegt. Ja. Ich habe dann auch noch mit der gleichen Färberin einen sogenannten Swap gemacht. Also ich habe zwei von ihren Garnen gekriegt und sie hat sich zwei von mir ausgesucht. Und da habe ich mir diese beiden ausgesucht, die natürlich auch dann in einem Projekt zusammen wohnen werden. Ganz hübsch. Leuchtende, kräftige Pink ist doch genial, oder? Das ist auch 100% Bambus. Wie heißt das denn? Walnut? Oh, one of a kind. Okay, und das hier, Azalea. Das scheint also ein Standardfarbe zu sein. Sehr schön. Dann, als wir weitergefahren sind, habe ich natürlich mal gucken müssen, wo gibt es sonst noch Wollläden und habe entdeckt in Prescott, Arizona, wo wir auch einen Stopp gemacht haben. Da gab es also auch noch einen Wollladen und der war wirklich der absolute Hammer. Wenn ihr mal in unsere Gegend kommen solltet und hier reisen solltet, Prescott, Arizona hat einen absolut tollen Wollladen. Der hat Wolle natürlich, aber auch Spinnfasern und ich glaube eine sehr aktive Community
wo auch gewebt wird. Also die verkaufen auch ein bisschen so Webzubehör. Total toller Laden, wirklich richtig schöne Garne und mega, mega nett. Wirklich, also einer der nettesten Läden, wo ich je war. Zum Beispiel geben die jedem ersten Besucher eine Stricktasche dazu. Umsonst. Und das Garn, was ich mir ausgesucht habe, war ein Garn, was eigentlich sonst nur in einem Wollclub zur Verfügung, was man da in so einem Wollclub bekommen konnte. Ich glaube, sie hat gesagt, dass das also nur eine Ausnahme war, wo man den mal in dem Wollladen kriegen konnte. Ist der nicht traumhaft schön? Ich brauche euch also gar nicht wirklich die Marke zu sagen, oder? Stitch Swanky, Stitch Together. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das die Marke ist. Ja. Absolut schöner Strang. Freue ich mich schon drauf, irgendwann was damit zu machen. Ansonsten habe ich euch noch ein Strickmuster mitgebracht, was umsonst auf Ravelry erhältlich ist, wo ich im Moment mit dem Gedanken spiele, das zu stricken. Deshalb habe ich mir auch hier einen Strang oder die Wolle von mir rausgelegt, die ich eventuell dafür verwenden möchte. Das ist mein Sugarloaf Garn, Zero's Sugarloaf. Genießt. Zu viel Wolle rumgewedelt. Wahrscheinlich genieße ich jetzt gleich noch, wenn ich es nochmal mache. Also, dieser Strang hat als Light Fingering 560 Yard pro 4 Ounces. 4 Ounces sind so ungefähr 120 Gramm. Ja, und ach, da wollte ich noch sagen. Mich hat jemand gefragt in den Kommentaren letztes Mal, nach der letzten Folge, was ist DK? DK ist auch eine, ja, eine Wollstärke. Und zwar ist es in der Abfolge Lace, Light Fingering, Fingering und dann kommt, glaube ich, zuerst Sport, dann DK, also DK, dann Worsted, dann Aran und dann Bulky. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, also DK bezieht sich auf die Wollstärke, wie dick das ist. Also ich habe ein DK-Garn, das hat auf 100 Gramm, jetzt muss ich mal überlegen, ungefähr 330 Yard. Also man kann, ja, kannst du auf Ravelry, kannst du nachgucken, da sind die Garne immer. Ja, klassifiziert und da steht es dann auch dabei. Ja, oh, da fällt mir noch ein. Ja, Mensch, ich habe euch beim letzten Mal, ich habe das schon gedacht, dass es so kommen wird. Ich danke euch, ihr Lieben, für eure ganzen super lieben Kommentare. Ich freue mich immer so riesig darüber. Lese alle. Nur beim letzten Mal, ich habe es schon also mir gedacht, dass ich nicht dazu kommen werde, eure Kommentare alle zu beantworten. Unser Internet war grottenschlecht. Egal, wo wir übernachtet haben. Arizona? Schlechtes Internet. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so ist, aber jedenfalls überall, wo wir gewohnt haben, war das Internet mega schlecht. Deshalb habe ich es gar nicht geschafft. Jetzt kommt schon die neue Episode. Bitte verzeiht mir, wenn ich das nicht mehr schaffe, die zu beantworten, weil ja jetzt auch wieder die neuen dazukommen. Ja, das war mir wichtig, dass ich das gesagt habe. Also zurück zu den schönen Strickplänen. Wie gesagt,
Also das habe ich in Erwägung gezogen. Aber das Ganze, dieser Plan, der hat so ganz viele, da habe ich so ganz viele Sachen, wo ich so mir so unsicher bin. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, worum es geht. Kostenloses Muster. Cascade Shoulder Cowl in Light Fingering steht also da. Nun hat es, also das, dieses Ding verlangt Mohair, das mache ich also sowieso nicht. Dann, was mir super daran gefällt, ist, ich glaube, dass es wirklich was ist, was ich hier gut tragen kann, wenn ich ein bisschen, ich sag mal nicht jetzt so, wenn ich hier im Haus rumrase und irgendwas sauber mache, ne? Aber wenn man so irgendwie essen geht und man hat irgendwie nur was Leichtes an im Sommer, schmeißt du dir das drüber und hast du genug auf den Schultern, wenn du irgendwo hingehst, wo es kühl ist, weil halt die Klimaanlage angeschaltet ist. So, hier gibt es dann aber ein paar Sachen, die mich, wo ich nicht so sicher bin, wie das dann letztendlich, wie ich das machen soll. Zum einen hat das Perlen eingestrickt. Perlen einzustricken ist ein Traum und ich bewundere alle, die das tun. Es ist nicht mein Stil, mir ist es ein bisschen zu verspielt. Das werde ich also nicht tun. Aber guckt mal, da sind die Perlen unten drin. Also im Muster eingearbeitet, aber auch oben in der Kante. Jetzt frage ich mich schon wieder, inwieweit brauche ich nicht die Perlen an der Kante, damit es so diesen Wasserfalleffekt kriegt? Oder muss ich eine andere Wolle verwenden und nicht die, die keine Seide drin hat? Oder soll ich vielleicht eine von meinen verwenden, die ich habe zum Beispiel die Santa Fe, das ist 50-50 Merino Seide. Die wäre bestimmt toll, obwohl sie nicht Light Fingering ist. Da muss ich dann schon wieder gucken, ob ich nicht dann die Maschenzahl verändern muss. Eieiei, Maschenprobe machen. Dann ist noch etwas, was ein bisschen heikel ist bei diesem Muster. Und zwar keine Charts. Ja, ein kostenloses Muster. So sieht es dann aus. Mir wird da schwindelig, wenn ich schon auf solche Zeilen überhaupt drauf gucke. Das werde ich also ganz, ganz sicher nicht so machen. Meine Idee war jetzt, dass ich mir das ausschreibe. Ich denke, das mache ich. Und die Hauptsache finde ich natürlich an diesem Muster, dass das wirklich unten weiter ist als oben am Hals. Das finde ich genial, weil was ich einfach nicht wollte, ich wollte nicht einfach nur so einen weiten Shrug, der dann, den man ständig sich zurechtzuppeln muss, damit er nicht dir zu den Handgelenken runterrutscht. Und das denke ich, das ist ja die wichtigste Vorgabe schon getroffen, wenn das Muster so geschrieben ist. Stay tuned. Ich werde euch beim nächsten Mal davon berichten. Und apropos nächstes Mal, das war's schon heute. Ich bin schon beim Ende und ja, wie gesagt, ich werde euch dann, nee, habe ich noch nicht gesagt, aber ihr wisst es ja schon, das sage ich euch jedes Mal, wir sehen uns wieder so in ungefähr 2 Wochen. Ich freue mich schon drauf und bis wir uns wiedersehen, strickt was Schönes. Ciao.